Hallöchen Freunde und ein herzliches Willkommen zurück bei Kingdom Hearts 2. Ja, wir befinden uns in Schloss Disney und hier scheint einiges passiert zu sein. Oh, ich muss das Spiel mal ein bisschen leiser drehen. Oh Gott. Wie mache ich das denn jetzt? Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz den Bildschirm ausstellen. So, ich muss also nämlich hier auch noch mal eben ganz kleines, klitzekleines bisschen leiser drehen. So, zack. So. Ich hab glaube ich ein Bild. Okay. Ja, hier scheinen die Herzlosen auch anheimgefallen zu sein. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal umgekloppt. Yes. Ja, ich habe übrigens ein bisschen trainiert. Vielleicht sieht man das. Ja, ich habe ein bisschen trainiert, weil... Was ist denn hier los? Weil ich auf einen Download von irgendeinem Spiel warten muss, sondern dachte, ja, da kannst du ein bisschen bei Kingdom Hearts trainieren. Nee, gar nicht. Ich musste ein Video schneiden. Und der Renderprozess war noch am Laufen und dadurch, dass das hier, oh, guck mal, Donald hat ein Level up. Dass das hier ja über die PlayStation läuft, nimmt das weniger Ressourcen in Anspruch als zum Beispiel Spiele, die ich direkt über den PC laufen lassen habe. So, gehen wir doch mal durch diese Tür hier. Mal gucken, was uns erwartet. Herzlose. Achso, ich habe übrigens unser neues Schüsselschwert ausgerüstet. Ah, Nase juck. Ah. So. Oh, noch mehr. Au. Ey, das ist aber nicht nett. So, jetzt kam ja längere Zeit auch kein Kingdom Hearts mehr. Aus Gründen. Okay, durch die dicke Tür können wir nicht. Wir erinnern uns übrigens, diese dicke Tür haben wir bereits in Kingdom Hearts 1 gesehen. Also wir haben auch diese ganzen Orte schon in Kingdom Hearts 1 gesehen, weil damals der Donald und Goofy von hier aus aufgebrochen sind. Cool, jetzt mal hier zu sein. Alter, wie viele Herzlose gibt's denn hier? Alter. Ich klopp die jetzt auch nur um, weil wir dadurch noch ein Level abkriegen vielleicht. Und ich mich ziemlich unterlevelt fühle. Die Tür ist magisch verschlossen. Sehr gut. Das heißt, die Herzlosen können da schon mal nicht rein. Das ist ja der Thronsaal. Schade, dass es nur diese Schattenlurche sind, die hier auftauchen und sonst nichts. So. Ah, guck mal, da hinten kommen noch mehr von dieser Gebrüder. Schattenlurche. So. Ihr gebt wohl nie auf, eh? So.
Königin Mini. Hey, und die laufende Besen. Die ich ziemlich gut finde. So, wir holen uns erstmal die Karte hier. Nein, es ist eine verlorene Seite. Hey, wir können... Wer ist das hier? Ist das etwa der König? Nein, das ist ein Vorfahre. Die Vorfahren von König Mickey. Vielleicht ein Vorfahre des Königs. Ich finde schön, dass dieser Kamin einfach so richtig schief ist. Das muss Pluto gehören. Ja, wo ist der eigentlich abgeblieben? Sieht aus wie ein Brief an jemanden. Hallo. Your Majesty, Queen Minnie, we're back. You're here. Your Royal Highness, did you happen to summon us? Yes. Where's the king? Excuse them, this is our friend Sora. Sora! The king told me all about you in his letters. He said you're a very brave young man. So, do you know where he is? Your Majesty, what your Heartless doing in your castle? Oh my, so those are the Heartless. Don't worry, we'll take care of them. I know I can count on you, Sora. Now there's something I'd like all of you to come and see. Would you please escort me to the audience chamber? I forgot to warn everyone else in the castle about the danger. We must be sure they're hidden somewhere safe. Okay, we'll go tell them. The whole castle? We just gotta split up, Donald. I'll make sure that everyone knows what's going on. No, Sora, you just get lost. Okay, then I'll stay with the queen. Good. Alrighty then, see you later. The audience chamber, right, ma'am? Yes, Sora. Let's be on our way. Okay, eine Karte von Schloss Disney, da können wir uns doch gar nicht verirren. Ja, wir verlieren Donald und Goofy. Ja, das ist nicht so geil. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Dafür haben wir jetzt Queen Minnie dabei, also bitte. Besser kannst du gar nicht laufen. Ich kauf mal ein paar Potions. Wir haben zwar genug, wobei so viel haben wir gar nicht mehr. Also ich kaufe jetzt einfach mal so 20 Stück. Itemherstellung. Freudentropfen, zack. Hey, die kann ja auch kämpfen. Kann man die hier auf dem Weg vielleicht alle erstmal platt machen? Ah, cool. Man kann mit ihr auch so ein... Bam, bam, bam. Oh, was ist das denn? Sehr gut. Hat doch gut funktioniert. Just one moment.
As soon as the trouble started, I made sure to seal this room. Now then, shall we? Okay. I got him. Beschütze Mini aus auf dem Weg zum Thron. Oh no! Oh. Alter! Das klappt nicht sonderlich gut. Gut, dass das nicht nach Zeit geht. Was mache ich eigentlich? Ach so. Cool, tragbares Accessoire. Auto rufen ist auch schön. Come on, give me a break. Huh?
The room below is called the Hall of the Cornerstone. Our castle has always been safe from worlds that are evil, thanks to the Cornerstone of Light, which we keep down there. The Cornerstone of Light? This is the castle's cherished cornerstone. Oh, but look! The thorns, they must be the work of someone very evil. I wonder what this could mean. Huh? Magnificent! No way! Well, well, well. What have we here? If it isn't the wretched Keyblade holder and his pitiful lackeys. Well, now you're gonna deal with me! All in good time. I promise you'll be able to partake of my vengeance, but you must be patient. Just what are you doing here, Maleficent? Ah, Queen Minnie, radiant as always. I'm here on a property venture. I want this castle for my own. However, it's a bit too bright for what I have in mind. I suppose I'll just have to fill every room with my personal touch of darkness. You'd better stop right now if you know what's good for you. Ooh, how frightening. Very well, I'll stop. Just as soon as the castle belongs to me. What a hag! Nothing like this has ever happened before. I looked through all the records in the library, but I couldn't find a single clue. Oh! Huh? We should go ask somebody who knows lots of stuff that ain't in any book. Merlin the Wizard! Yes, that's perfect. Merlin just might know something about this mess. Let's ask his advice. We saw him in Hollow Bastion, right? Yeah, let's go. Yay, Donald und Goofy sind wieder dabei. So muss das auch sein. So, Abilities. Wir haben Autorufen, aber können es leider nicht nutzen, weil wir natürlich wieder keine AP haben. Wie immer. Selbstverständlich. So, wir können jetzt noch einen Ring anlegen. Das machen wir natürlich so gleich. High Potion. Zack. Donald kann auch mal wieder was. Ich könnte mal wieder was kaufen. Für den guten Donald. Oh, Goofy hat nicht mal irgendwas angelegt. Da müssen wir auch nochmal gucken. Ja. Aber warte mal, gab es nicht hier vorne einen Händler? Aber wir können das auch in Hollow Bastion erledigen, fällt mir gerade mal ein. So, erstmal speichern. Wie immer, speichern ist wichtig. Ja, ich habe zuletzt in der Arena des Olymps trainiert. Es wurde eine neue Episode hinzugefügt. Yay! So. Eine kurze Episode, aber. Anybody home? Merlin! The castle's in danger! What is all that racket? it's you. It looks like you've learned a bit since the last time I saw you. Really? Wait a minute! Let's talk about the problem! It's Maleficent! She's back! Where? Inside the castle? Yup, and Heartless too! Oh dear! Maleficent wants to send over the whole task and all that! Quack, 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 quack! Cornerstone with tiny bears and she's kind of full of a gun! Jetzt. Perhaps I'd better just see for myself. Mm-hmm. Interesting. What's happening, Merlin?
This is not good. In fact, I'm afraid it's quite serious. What's that? My boy, that is a gateway to a special world. Someone in that world is responsible for what's going on in this castle. Of that, I'm certain. Oh, boy! We knew we could count on you, Merlin. Then we should go get him. Wait a moment. The perpetrators must be stopped, of course, but there's something else to do first. Somewhere in that world, there should be another door that's identical to this one. I believe our enemies are utilizing that door. As long as it remains open, the castle will be in grave danger. Listen carefully, Sora. You must find that door, and when you do, lock it with your Keyblade. Got it. You'll get down on us. And now, one more thing. You're heading into a very special world. While you're there, the nature of that world may tempt you to do something dark. You must resist that temptation at all costs. What do you mean? You'll know soon enough. I have faith in you, my lads. Ja. Mal schauen, was da hinter der Tür so wartet. Let's go. Hey, look! There's the cornerstone of light! What's going on? Everything's black and white. What's this problem? Deja vu? What? Really? Have you been here before? Hey, you! Seen any bad guys around here? Why, I ought to... Nah, I don't have time to waste on punks like you, so I guess I'll go easy on ya. Well, there's our villain. Carlo. Ja, Leute, wir sind... auf dem Hügel des Ecksteins und ihr seht, es ist alles schwarz-weiß und nein, Leute, euer Monitor ist nicht kaputt. Es ist tatsächlich so. Es ist mit Abstand eines der coolsten Welten. Und ich liebe sie. Es ist nämlich die, ja, man zeigt sozusagen so ein bisschen die Anfänge von Disney mit damaligen Schwarz-Weiß Filmchen und dem ganzen Zeugs. Das war ja, das war früher. War tatsächlich auch vor meiner Zeit. So, kaufen. Oh, ein Ability-Ring könnten wir. Goldring. Erhöht die Magiekraft ein wenig und erhöht den Turmalin-Ring. Ist der besser als unser? Ich guck mal einfach nach. Ja, ich habe jetzt hier das Heldenwappen ausgerüstet. Habe ich ja bereits gesagt. Oh, der ist wirklich besser. Dann hole ich davon mal zwei. Dann können wir nämlich ein bisschen mehr anlegen. So, zack. Der braucht jetzt eigentlich... Vielleicht braucht er den anderen Ring. Partypilz habe ich auch bekommen. Weil es nämlich in der Arena des Olymps Gegner gab. Die zeige ich gleich mal. So, dann kaufen wir nämlich noch einen Goldring.
für den Donald. Ach, der kann zwei tragen, ne? Aber ich gebe den jetzt nur einen. So, ich zeige mal ganz kurz den Gegner, den ich, wo ich nämlich den Partypilz hatte. Ich habe übrigens auch neue Puzzleteile bekommen. Ein neues Puzzleteil, glaube ich. Nummer 6. Genau dieser Gegner ist es nämlich. Ein aufgeweckter Herzloser. Man kennt sie. Wir kennen die ganzen Fungis vom Kingdom Hearts 1. Und das ist wohl ein neuer. Der ein bisschen. Der hat die Kutte von den von der Organisation 13 an, ne? Ja, man musste ein paar besiegen davon und dann habe ich halt Items gekriegt und da war auch der Partypilz bei. Aber das ist halt keine wirklich gute Waffe. So. Für Dingens. Das war Carlo, oder? Bin das nur ich oder war irgendetwas an ihm anders als sonst? Clarabella Kuh. Ihr könnt Carlo auch vorne am Ladungssteg antreffen. Wenn er nicht dort ist, ist er wahrscheinlich auf seinem Schiff. Das ist sein ganzer Stolz. Ich weiß zwar nicht, in was für einer Welt wir hier sind, aber wir können Carlo nicht so einfach davonkommen lassen. Trotzdem ist das alles sehr merkwürdig mit dem Eckstein des Lichts und überhaupt. Das ist der Platz, wo Schloss Disney errichtet werden wird. Jetzt ist hier nichts als ein leeres Feld, aber ich wette, das wird ein Riesenschloss. Ja, wir können auch nachgucken, wie die alle heißen. Wer sie nicht kennt. Wir haben ja einmal Henriette Huhn und Clarabella Kuh. Und da gibt es noch einen. Läuft der hier auch rum? Ich glaube, der läuft hier gerade nicht rum, aber hier gibt es noch einen. Gut, Leute, aber ich würde sagen, jetzt habe ich natürlich auch wieder viel Zeit mit irgendwelchen Blödsinn verbracht, aber ich würde für heute einmal die Aufnahmen beenden und ja, wir werden uns das nächste Mal in dieser Welt hier ein wenig näher umschauen, würde ich sagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Kingdom Hearts 2 in ja, der Schwarz-Weiß-Welt. Oder wie heißt die Welt eigentlich? Steht das da? Im Timeless River. Fluss der Nostalgie. Ich freue mich. Ich freue mich auf die Welt. Die ist cool. Bis zum nächsten Mal und tschüss.